Sehr geehrte Damen und Herren, die Covid-19-Krise hat uns gezeigt, dass wir viele Praktiken unseres Lebens auf den Prüfstand stellen sollten. Die Covid-19-Krise kann auch ein Innovationstreiber für eine schnellere Digitalisierung unserer Gesellschaften sein. Sie verdeutlicht uns zweierlei. Um auf künftige, ähnliche Krisen besser vorbereitet zu sein, müssen wir uns auf europäischer Ebene stärker und besser vernetzen. Mehr Vernetzung bedeutet zugleich mehr Unabhängigkeit und Souveränität. Wichtige Forschungsfelder, beispielsweise im Bereich der Gesundheit, sollten wir deshalb selbst wahrnehmen. Darauf zielt auch die Cyber Valley-Initiative ab. Dabei handelt es sich um eine der größten Forschungskooperationen Europas auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Ihren Sitz hat sie in der Region Stuttgart-Tübingen in Baden-Württemberg. Sie verbindet seit Ende 2016 Akteure aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Das Land Baden-Württemberg fördert diese Initiative. Ihr Alleinstellungsmerkmal im internationalen Wettbewerb ist eine wertebezogene künstliche Intelligenz. Sie sichert hohe Datenschutzstandards und garantiert das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Eines der Anwendungsfelder ist der Einsatz von KI-Systemen bei der Diagnose und Behandlung von Krankheiten. Sie führen Erfahrungen aus der Behandlung vieler Patientinnen und Patienten zusammen, so dass Medizin und Gesellschaft schnell und effektiv auf Gesundheitsgefahren reagieren können. In der Covid-19-Krise hat dieser Aspekt eine neue Dimension bekommen. Ich wünsche mir, dass die Covid-19-Pandemie bei allem Leid, das sie gebracht hat, auch einen positiven Effekt nach sich ziehen wird. Nämlich eine Stärkung von innovativen Partnerschaften, wie sie das Cyber Valley in Baden-Württemberg vorlebt. Bleiben Sie gesund und alles Gute!